Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Rolf TV und es geht mal wieder über Monster Hunter. Wie sollte es denn auch anders sein? Und heute wollte ich mal etwas anderes machen. Naja, ich werde trotzdem ein Monster jagen. Haha. tatsächlich wollte ich jetzt nicht speziell übers Monster reden, das natürlich auch, aber vor allen Dingen auch über diese Quest hier allgemein, dass sie doch sehr, sehr, sehr speziell ist, sehr, sehr besonders, sehr, sehr cool, so 1366 Verteilung, das schmeckt auf jeden Fall, das ist schön, Meisterrangmeter. Heute machen wir die Event-Quest, oder an die Zerstörung. Und es geht hierbei darum, dass man diesen flotten Boy hier bekämpfen muss. Erstmal sogar leiser machen, sonst versteht man eigentlich auch nicht mehr. Es geht darum, diesen Ruin der Giganten zu erjagen. Und diese Quest ist, wie gesagt, ein Event-Quest. Ein Event-Quest. Event-Quest, das bedeutet, es sind halt die Quests. Die sind meistens, die sind normalerweise ab und zu nur da. Also die sind halt nicht immer zur Verfügung, sondern halt, die wechseln halt alle paar Wochen mal wieder. Oder halt, wenn irgendwelche Feste sind im Monster Hunter. Dann sind nämlich alle Event Quests verfügbar. Es ist aktuell so aufgrund der weltweiten Situation. Ja, da hat sich Capcom gedacht, ja, ballern wir jetzt einfach mal so alle Event Quests raus, auch ohne spezielles Fest. Dass die Leute noch mal ein bisschen dazu bewegen sollen, ein bisschen zu Hause zu bleiben, einfach Monster dazu kaufen. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Und diese Event-Quest hier, die hat es, ja, die hat schon in sich, aber sie lohnt sich halt auch unfassbar gut. Es ist, wie gesagt, ein Ruiner-Gigante. Es ist nicht nur irgendein Ruiner-Gigante, es ist ein gehärteter Ruiner-Gigante. Gehärtete Monster sind in der Regel noch mal ein Ticken heftiger, ein Ticken stärker, ein Ticken, ja, aggressiver als normale Version der Monster. Der Gigante gehört zu der Klasse der Drachenältesten. Eine Klasse, ja, die halt für pure Zerstörung geht, die halt ein Ökosystem auf ihre Art und Weise komplett für immer verändern können, da gewaltige Naturkatastrophen. So, jetzt habe ich schon tausendmal erwähnt, warum diese Quest eigentlich ziemlich speziell und ja, warum diese Quest ziemlich gut ist, wichtig ist für Leute, die ja mindestens schon in dem Endgame von Monster Hunter World Iceborne stecken. Und zwar bekommt man bei dieser Quest nämlich immer garantiert einen Geisterstein, Edelstein, ein Geisterader Edelstein. Genau, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ein Geisterader Edelstein. Und was das für ein Item ist, was man dort bekommt, was das genau ist, werde ich nochmal ganz kurz erläutern. Und zwar ist es ja nämlich so in Monster Hunter. Wenn man nämlich seine Rüstungsteile schmiedet, kann man sie mit Rüstkugeln aufbessern, damit sie halt pro Rüstungsteil nochmal ein bisschen mehr Verteidigung haben. Das ist halt unfassbar wichtig, dass man das macht. Ansonsten stirbt man halt bei jedem Angriff mit einem Schlag und das wollen wir ja schließlich nicht. Und die Geister aller Edelsteine sind insofern wichtig, weil natürlich hat jedes Rüstungsteil hat natürlich ein bestimmtes Limit. Man kann es ja nicht einfach unendlich oft verbessern, sonst hätte man ja unendlich viel Verteidigung. Das geht natürlich nicht. Man kann aber Rüstungsteile augmentieren. Und diese Augmentierung macht nun mal, dass man dieses Limit, was man für die Rüstungsteile hat, man kann es aufheben. Man kann es aufheben und dann nochmal für 2-3 Stufen die Rüstung nochmal aufbessern. Und in Iceborne ist es auch so, dass man mit einer Augmentierung auch zusätzliche Fähigkeiten erkennen kann. Aber im Primären geht es halt darum, diese Verteidigung, diese Aufrüstungsgrenzung, dass man die nochmal ein bisschen anheben kann. Was unfassbar eine gute und wichtige Sache ist. Nun ist es halt so, dass diese Geisterader Edelsteine, die bekommt man nur von gehärteten Drachenältesten in den Leitlanden. Was die Leitlande genau sind, dazu wird es auch nochmal ein Video kommen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man da bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um halt gehärtete Drachenälteste zu bekommen.
Und ist also so eine Sache, die man halt nicht viel bekommt, diese Geisterarme-Siegelsteine. Ehrlich gesagt, man braucht für jedes Rüstungsteil, also für die 5 Rüstungsteile, wenn man deren Rüstungsgrenze nochmal aufspringen will, bräuchte man halt 5 dieser Edelsteine. Wenn du halt mehrere Rüstungen hast, mit denen du so spielst, dann natürlich noch mehr. Und das dauert halt, bis man in den Leitlanden halt so viel zusammengefarmt hat, das ist natürlich klar. Deswegen ist diese Quest hier unfassbar cool, weil du halt wirklich, das ist die einzige Quest, wie gesagt, man kriegt die eigentlich nur in den Leitlanden, diese Edelsteine, ist die einzige Quest, wo du tatsächlich garantiert einen Edelstein bekommst. Was wirklich unfassbar cool ist, was diese Quest halt, zu einer Farming-Quest macht. Man kann die Quest öfters machen und sich halt so sein Material erfarmen. Was wie gesagt eine unfassbar coole Sache ist. So. Ja. Ich habe das natürlich auch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe die Quest schon einige Male gemacht und habe natürlich meine. Ja! Das hat mir echt ein bisschen wehgetan. Aua. Lass mich in Ruhe, ich blute. Ja, der Ruin der Gegärte. Natürlich ein echt trotziges Monster. Ein Drachenheld ist da, der andere Drachenheld ist der Frist. Und der Ruin der Gigante nochmal ein Ticken anstrengender. Ansteckender. Jawohl, Corona ist in mir. Ein Ticken anstrengender als der normale der Gigante. Einfach weil der halt. Naja, man sieht echt ein bisschen mehr abgeht. Deutlich mehr Attacken hat, natürlich mehr Schaden austeilt. Und einfach nochmal. Ein mehr gigantigere mehr Gigante ist. Ich glaube, es gibt nichts, was das wirklich besser beschreibt als das. Jedenfalls, man sieht diese Stacheln, mit denen greift er ja an. Und beim Ruiner Gigante ist halt das Besondere, dass die an manchen Stellen komplett kaputt gehen und an manchen Stellen immer wieder nachwachsen. An den Stellen, wo sie wieder nachwachsen, da kann man ein bisschen mehr Schaden drauf ballern. Deswegen versuche ich halt immer hier auf den Ellbogen zu gehen. Wie gesagt, gehärteter Drachenältester ist schon anstrengend. Jetzt ist da ja gerade zum Beispiel jemand gestorben. Was halt durchaus schnell passieren kann, ne? So. Kann ich hier noch ein bisschen Schaden draufballern? Hoffen wir nun nicht, dass jetzt noch 2 weitere Leute sterben. Das wäre ein bisschen kacke. Aua. Das hat mir Aua gemacht. Hat auch mir weh zu tun. Dankeschön. So. Zack, zack. Okay. Aua. Steh auf! Steh auf! Erstmal schnell den Heilungskrank trinken, weil, wie gesagt, der ballert schon rein. Trotz 1366 Verteidigung. Hui. Trotz 1366 Verteidigung. So, warte mal, das ist meine Gelegenheit jetzt. Okay. Ich habe gar nichts gemacht, das hat der andere gemacht. Da hat er mir mein Spotlight geklaut. Scheiß drauf, jetzt kann ich ihn schön attackieren. Machen aber gar nicht so viel Schaden, wie ich gerne machen würde. Aber wir haben ihn jetzt nochmal gelegt, das ist ganz wichtig. Wenn er seine Dash-Attacken von oben macht, da muss man auf jeden Fall dann am meisten aufpassen, weil das halt wirklich ordentlich in die Fresse haut. Wie gesagt, die Drachenältesten wirklich eine Kategorie für sich. Es gibt viele Kategorien in Monster Hunter, wo man die Monster einteilen kann. In Flugviefern, in Kampfviefern, in Vogelviefern. Und die Drachenältesten, das ist halt wirklich so. Das sind so kann man schon fast sehen, die Götter der Monster unter den Monstern. Die wirklich eine ganz, ganz eigene Kategorie sind. Die wirklich unfassbare Kräfte haben. Die unfassbare Macht haben. Und der Gigante, das ist ja das ganz Spezielle daran, darum geht es ja dann auch in der Base-Story vom Base-Game von Monster Hunter, ist halt nun mal ein Drachenältester, der andere Drachenälteste frisst. Er macht also Jagd auf andere Drachenälteste. Und das ist erstmal krass, dass erstmal so als Monster sich dazu trauen. Yo, ich bin jetzt ein Vieh und ich jag als andere Drachenälteste. Das ist schon echt krass.
Vor diesem Monster hat man Respekt. Ist auch wirklich eins der coolsten Monster, die Monster Hunter World so hervorgebracht hat. Es gibt sehr, sehr viele coole Monster und die meisten meiner Lieblingsmonster sind halt Monster, die es halt aber schon in alten Teilen gab, zu denen man, wie mich als langjähriger Monster Hunter Veteran, sage ich mal, zu dem man eine krasse Verbindung hat. Das ist natürlich nochmal so krass, wenn man halt so dieses Nostalgie-Feeling hat, dass die Monster da wieder in World auftauchen. Aber der Gigante ist halt wirklich ein World-only attractive, sage ich mal. Ein Monster, was mir jetzt schon so unfassbar ans Herz gewachsen ist, weil es einfach wirklich so ein richtiges Badass-Monster ist und einfach so cool. Der Kampf macht einfach so viel Spaß. Und da haben wir es auch geschafft, den Nergigante abgeschlossen. Das Coole bei dieser Quest ist halt auch, der ist halt nur in diesen einen Gebieten. Es gibt halt nur diese Endarena. Das ist auch dann, weil man später in der Iceborne-Story den Endboss macht. Deswegen rennt er auch nicht irgendwo hin und her. Man kann hier halt wirklich ganz entspannt diese Quest öfters hintereinander machen und halt diese Geisterader Edelsteine für die Augmentierung farmen. Wäre jetzt richtig, richtig peinlich, wenn ich keinen bekomme in der Belohnung. Aber meines Wissens sind die immer garantiert. Ich habe zumindest immer einen bekommen, wenn ich diese Quest gemacht habe. Und ich habe diese Quest bestimmt schon 3 oder 4, 5 Mal gemacht. So, wir machen erstmal noch hier einen Ausruf. Moment, wo waren das denn? Wo hatte ich das denn? Automatisch. Wo war das denn? Scheiße. Jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Egal. Jedenfalls, das meine kurze Vorstellung gewesen zu Oder an die Zerstörung heißt die Quest. Die Event-Quest, wo man einen gehärteten Ruin-Gigante machen muss, wo man einen Geisterader-Edelstein garantiert bekommt. Jawohl, da hat man ihn. Einen großen Geisterader-Edelstein, genau. Edelstein von gehärteten Monstern der Leitlande eigentlich drin getragen hätte. Wobei, ich glaube, von gehärteten wilden Demoncho und gehärteten Rajan kann man auch welche bekommen. Da bin ich mir aber nicht genau sicher. Angefüllt mit Kraft aus der Anfangszeit der Schöpfung. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr mystisch. Ziemlich, ziemlich cool. Geisterader Edelsteinsplitter. Da kann man dann die Rüstungen quasi noch augmentieren mit weniger Seltenheit. Aber wenn man die krassesten Rüstungen im Endgame verbessern will, braucht man auf jeden Fall garantiert immer diese großen Geisterader Edelsteine. Und deswegen ist diese Quest meiner Meinung nach ein Muss für jeden Monster Hunter Spieler, für jeden Iceborne Spieler, der sich mittlerweile schon Richtung Endgame bewegt, der die Leitlande schon freigeschaltet hat. Genau. So, wir nehmen natürlich alles. Ja, moin, erstmal alles verkaufen, das wäre jetzt richtig scheiße gewesen. Ach, ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen, Bonus Sega-Rang-Punkte und Bonus Meister-Rang-Punkte gibt es hier auch. 290, nicht mehr viel, fehlt bis zu 300. 172 Meisterrang mittlerweile auch. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von dieser Vorstellung zu dieser Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich dann beim nächsten Video auf RolfTV, diesen Kanal, den man sehr, sehr gerne abonnieren kann für mehr Monster Hunter Content. Und ab und zu auch mal DBD. Und ich habe auch vorne Halo zu bringen. Aber dazu alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und tschüss. Bis zum nächsten Mal.